Ja, scheiße. Verraten wir dem jetzt alles oder was? Bin ich das? Nee. Oder? Krass. Ja, wenn die mir das Leben gerettet haben, warum habe ich die abgeschlachtet? Das Serum braucht einen Moment. Wir haben ein Paket nach D6 geschickt. Kampferprobung sozusagen. Ich möchte, dass Sie nach Venedig gehen und sich um die Leute dort kümmern, die die Lieferung gemacht haben. Und diese Bezahlung wird nicht mit Geld vorgenommen, verstanden? Absolut. Und was ist mit dem Schwarzen? Die Kreatur wurde gesichtet. Die Details stehen in diesem Umschlag. Sie sammeln das Tier ein, sobald Sie in Venedig fertig sind. Enttäuschen Sie mich dieses Mal nicht. Das werde ich nicht, Genosse General. Das werde ich nicht. Fick dich, Gorbut. Fick meinen Vater und Morozov und die Revolution und meine eigene Zukunft. Lieber lasse ich mich erschießen, als wie mein Vater zu enden und den eigenen Bruder zu töten. Hör zu, wenn du hier rauskommst, dann... Tja, dann lebe einfach. Oh. Hier, geil. Rein da. Das ist der Weg in die Freiheit. Glaub mir, ich weiß es. Nun, ich wünsche dir viel Glück. Ja, ich wünsche dir alles Gute auch. Geil, dass er mich gerettet hat. Und wo sind meine Arme? Irgendwie schwimme ich hier gerade mehr, als dass ich krieche. Endlich. Setzen Sie sich, Gorbut. Lassen Sie uns reden. Über die Verhandlungen in der Polis? Sie wissen, ah, jetzt kriege ich wieder. Immerhin leite ich den Geheimdienst. Warum haben Sie die Information dann durchsickern lassen? Verdammte Flüchtlinge, die Polis, die Hanse und selbst die ekeligen Faschisten kennen unsere Pläne. Die Ratten werden exterminiert und der Krieg ist sowieso nicht zu verhindern. Nicht zu verhindern? Da habe ich meine Zweifel, ebenso wie das Politbüro. Ein Mann mit Zweifeln ist ein ängstlicher Mann. Wie können Sie es wagen? Sie sind der Leiter des Staatsschutzes und ich Ihr Vorgesetzter. Ja, aber jetzt, wo wir nur einen Schritt von einer vereinten roten Metro entfernt sind, haben Sie nicht das Recht, den Plan zu stören. Ich habe kein Recht. Ich? Moskwin. Als Sie mich darum baten, mich um Ihren älteren Bruder zu kümmern, als er noch Generalsekretär war, da habe ich Ihnen geholfen. Und nach seinem tragischen Tod habe ich Ihre Übernahme unterstützt. Ich würde daher vorschlagen, dass Sie meinen Rat jetzt annehmen. Das ist Erpressung der alten Schule. Das ist inakzeptabel. Es ist ganz einfach, Genosse Moskwin. Wir halten alle zusammen, Arm in Arm, gegen den Sturm. Oder kämpfen wir jetzt jeder alleine? Aber, Gorbut... Ist diese verdammte Metro wirklich das Blut wert, das wir vergießen werden? Ich kenne einen Weg, es ohne Blutvergießen zu tun. Kein Blut, sagen Sie. In Ordnung. Los, machen Sie Ihr Ding. Ich kümmere mich ums Politbüro. Ja, das sind schon mal interessante Neuigkeiten. So, kann ich, soll ich weiter oder was? Was macht der jetzt? Der sitzt da nur rum. Dann kriege ich mal weiter. Ein Frontalangriff ist hoffnungslos. Aber wenn wir bei der Kirche in den Untergrund gehen, durch die Katakomben vorrücken und dann von hinten angreifen,
sollten wir auf wenig oder sogar keinen Widerstand stoßen. Dann müssten wir nur einmal aufräumen. Achtung! Genosse General! Soldaten! Ihnen wurde ein wichtiger Einsatz anvertraut. Jede Gruppe hat ihre Aufgabe und Ihnen wurde nur gesagt, was Sie wissen müssen, um Erfolg zu haben. Vergessen Sie aber nicht, dass dieser Einsatz streng geheim ist und Sie nicht lebendig vom Feind gefangen genommen werden dürfen. Ich hoffe, Sie haben verstanden. Fragen? Dürfen wir Funk benutzen, nachdem wir die Ziele erobert haben? Nur im Notfall und auf einer verschlüsselten Frequenz. Falls wir auf starke feindliche Gegenangriffe stoßen, halten wir dann die Stellung oder treten wir den Rückzug an? Halten, wie auch immer. Der Feind wird sehr wahrscheinlich keine effektive Gegenoffensive starten können. Genosse General, uns wurde zusammen mit unserer Ausrüstung ein Banner mitgegeben. Andererseits sollen wir all unsere Abzeichen entfernen. Nichts wird auf unsere Operation hindeuten. Erst nach dem Sieg und dem darauf folgenden Signal werden Sie die Banner über den eroberten Zielen hissen. Weitere Fragen? Nein, Genosse General. Dann viel Glück. Im Dienst der roten Linie! Jetzt ist die Frage, von welcher Seite die Banner sind. Also ganz bestimmt nicht von den Roten. Naja, lassen wir uns überraschen. Jetzt bin ich in echten, von Spinnen durchsetzten Katakomben. Und der Generalsekretär sieht ganz klar nicht nach der Oberspinne aus. Dieser Titel gebührt General Corbut. Ich würde zu gerne wissen, was er im Schilde führt. Was hat Lesnitsky ihm von D6 mitgebracht? Was wird die Feinde der Revolution vernichten? Lauter Fragen, keine Antworten. Eine Sache ist jedoch klar. Pavel hat Informationen über den Schwarzen, was ihn zu meinem aktuellen Ziel macht. Ja, muss ich ihn erstmal wiederfinden und hier rauskommen. Oh. Jetzt die Waffen her. Naja, unlogisch, aber kann dann schaden. Wie war das auf Q? Kann ich in brenzlichen Momenten. Oh! Was ist das denn? Ne, ich behalte meine Schrotflinte, oder? Die doppelläufige. Ja, ja. So, jetzt Pavel finden. Und dann den Schwarzen. Scheiße. Ach, ficken. Ich dachte, ich könnte die einfach so killen. So viel zum Thema unentdeckt. Dass man mit einem Schuss auch nicht durch den Helm durchkommt, das hätte ich mir auch vorher denken können.
Na, ich glaube, ich hätte nicht drauf schießen können, dann wären die alle gestorben. Aber egal, es ist zu spät. Hinterher ist man immer schlauer. Nein, ich wollte noch gar nicht durch. Ach scheiße, jetzt habe ich da gar nicht geplündert. Egal. Hilft alles nichts. Ah, cool, ich kann mit den Sicherungskästen das Licht ausmachen. Tschüss, mein Freund. Bin ich mal gespannt, ob ich es einmal schaffe, hier unentdeckt durchzukommen. Der hat zumindest schon mal keine Lampe an seinem Helm. Muss ich hier nur ein bisschen den Überblick bewahren, wer wohin geht und wer von wo kommt. Dann schaffe ich das schon. Wer zum Teufel hat bloß den Wachdienst erfunden? Was? Das hätte ich nicht erwartet. Was ist passiert, André? Scheiße, der Bau ist in der heißen Phase. Von denen fehlt weiter, also setzen Sie uns darauf an. Ich verstehe. Na dann, er gibt den zwei Faulbärzen etwas zu tun. Jawohl. Und du suchst dir auch eine Beschäftigung. Ja, krass. Achtung, an das gesamte Personal. Was zum Teufel wollen die? Nun vermutlich den üblichen Scheiß wegen der Sicherheitsvorkehrungen. Als wenn wir den Buch nicht unterschrieben hätten. Haben wir. Ja, aber was bringt das denn schon? Irgendein Arschloch ist letzte Woche von einem Kran überrollt worden. Nein, er hat ein Auge verloren, als ein Kabel gerissen. Monat. Ich rede von letzter Woche. Ah, jetzt verstehe ich, warum die so auf den Sicherheitsvorkehrungen rumreiten. Ganz meine Meinung. Bearbeitet alle außer Betrieb. Geht schnell hier rein, bevor die mich sehen. Aber was zum Teufel ist passiert? Ja, weißt du denn nichts von der Brücke? Doch, die kenne ich. Ich habe dort kurz gedient. Na, letztes Jahr gab es einen herrlichen Zwischenfall. Die Leute sagten... Was war's? Ja, ich will mal sagen, ihr beide seid tot. Boah, liegen voll die Sachen rum. Jawoll, Alter, das ist doch mal ein dickes Visier auf einem Revolver. Krass. Sieht aber ziemlich fett aus. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wie viel Munition ich für den Revolver habe. Aber wird schon. Ist hier noch was? Nee. Wer ist da? Scheiße. Wieder drehen meine Ohren durch oder das Kostüm.
Okay, der war ja erstmal ultra dämlich. Und ich hatte Ultraschwein. Fuck. Das übliche Spiel. Ich bin einfach viel zu schnell und viel zu unvorsichtig.